Ein Feiner bist du, ne? Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen. Es ist gleich 0 Uhr. Wir werden jetzt einfach nachts in den Bikepark fahren. Bitte nicht nachmachen, das ist nicht erlaubt. Ich hoffe, wir werden nicht erwischt. Wir haben super helle Lampen von Magic Shine Lights. Ohne die wäre es auch zu gefährlich. Alter, guck mal, wie dunkel. Und jetzt, zack, wie hell. 8000 Lumen. Die Nacht wird zum Tag. Jawohl. Ja. Ja. Let's go, Alter. No Hand. Alter, geil, aber auch random. Ich bin ein Scheinwerfer. Danke. War klar. Ich glaube, das wird ein geiler Night Ride. Hier haben die Zäune umgeschmissen. Sowas muss nicht sein. Oh, habe ich mich erschrocken. Oh, Digga, was passiert denn hier? Hier schmeißt ihr irgendwelche Sachen mit her. Hallo. No Hand at the Wheel! Ja, hier ist es zu hell! Ist ja kalt hier! Die Leute feiern's, glaube ich. Alter, was geht da? Überall, wo ich vorbeifahre, höre ich No Hand MTB. No Hand! Es ist so hell. Die Lampen carryen mich einfach. Wir müssen irgendeinen geheimen, versteckten Eingang finden. Alter, jetzt kommen die geheimen Wege. Hallo! Ich bin fett! Wir müssen du bist zur Wiese. Jungs, das ist so illegal. Wir machen das aus pädagogisch wertvollen Zwecken. Ja, hier ist eine Leine. Mach mal Licht ein bisschen niedriger. Ich mach mal Licht aus, weil sonst werden wir hier noch entdeckt. Eigentlich darf man jetzt ja auch gar nicht mehr fahren. Die Jungs sind da ganz hinten, die lassen mich hier alleine im dunklen Wald. Eieiei. Wo sind wir hier? Muss man ein bisschen was für seine Cardio tun und hier hochwandern. Da ganz hinten feiern die eine fette Aftershow-Party. Einfach mal querfeld ein hier. Alter, was ist das für eine dumme Idee? Oh mein Gott, was machst du denn, Alter? Ich dachte, das ist ein Wildschwein, aber nee, es ist der Shred Nation. Leute, was hier abgeht, hier wird Geschichte geschrieben. Ich kenne kein Video, was in einem richtigen Bikepark nachts fährt. Ich kenne niemanden. Vor allem, die so beknackt sind, Alter. Ja, das gibt's nicht. Wir sind die Vorreiter. Wir sind ein bisschen bescheuert. Wir sind ein bisschen sehr bescheuert. Ja, wir sind da. Ich wette, oben wartet Security schon. Hier ist der Lift, der komplett tot ist. Was liegt da? Was ist das? Was habe ich denn hier gefunden? AirPods, ein AirPod. Ruft mich an. Aber es ist nur noch einer drin. Ich lege das mal hier hin. Hier auf den Stein. Wer es verloren hat, kann es hier wiederholen. So Leute, wir dürfen jetzt ehrlich nicht so laut sein, weil sonst werden wir hier gehört und direkt rausgeschmissen. Aber wir sind jetzt hier wirklich ganz alleine oben beim Lüften. Digga, was ist das für eine komische Idee gewesen? Krank, es fühlt sich irgendwie auch nicht richtig an. Das ist übelst komisch. Macht das nicht nach. Ja, wirklich, macht das wirklich nicht nach. So Leute, wir müssen ganz leise sein. Sendet einfach. Denn jetzt wird hier fett gesendet, Junge. Fahr jetzt, bevor die hochkommen. Fahr, bevor die kommen. Bitte fahr jetzt. Let's go. Ey Leute, sag mir, was das ist. Full Send, Junge, Full Send. Jetzt fahren die ohne mich weg, die wollen mich hier doch und bald sterben. Let's go. Oh mein Gott, Leute. Das ist noch krasser als letztes Jahr, der Night Ride. Kleine Table. Wow. Einfach Full Send bei Nacht. Oh, komm schneller. Ja, oh mein Gott. Full Send, Bruder. Ja, Mann. Okay, hier beim Parkplatz müssen wir aufpassen, weil hier chillt des Öfteren die Security. Double. Wow. Oh ja, hat geklappt. Boah, da liegt ein Pfosten. Pfosten liegt hier. Achtung. Achtung. Alter, wo kommt der denn her? Einfach eine Falle. Digga, das war einfach eine Falle. Die durchjagen. Ja. Oh, jetzt kommt Table. Wow. Oh. Oh, Junge, wie geil. Das ist nochmal ein ganz anderes Feeling. Auch irgendwie viel Adrenalin mit dabei bei mir, muss ich gerade ehrlich sagen. Oh, Manuel. Zum Glück habe ich eine Helmlampe. Das würde Licht ja nur in den Himmel scheinen bei Manuel. Oh mein Gott. Digga, wir ballern hier so durch. Das kannst du niemandem erzählen. Digga, was war das? Das war so behindert, aber geil. Verrückt, das war richtig geil. Wir konnten voll senden. Jetzt, liebe Leute, Lampen aus. Wir wollen hier nicht erwischt werden. Es würde mich echt wundern, wenn es hier keinen Nachtwächter gibt. Jungs, was machen wir hier eigentlich gerade, Alter? Und wenn wir erstmal fahren, da kann uns auch nichts mehr aufhalten, oder? No way sind wir so weit gekommen. Let's go. Bist du bereit, Philipp? Oh mein Gott, Alter, ist das so krass. Ich sehe nicht mal den Eingang, wo geht's denn rein? Ey, hier kommen Tables und hier kommen Jumps, ne? Zieh durch. Oh mein Gott. Wie krass die in der Nacht sind. Vorhin, jetzt sind ja auch keine Sanitäter mehr, kein Nichts. Bremswellen, Bremswellen. Oh mein Gott. Oh, voll übersendet. Whip it. Yo. Alter. Jeder, der das Video nicht sieht, der verpasst was.
Schickt es mal euren Freunden, ey. Jups. In die Line. Direkt rein da. Oh Mann. Oh Junge. Oh. Richtig schön. Ich will jetzt hier nicht so richtig ballern. Damit ich. Oh. Oh. Stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben. Latte. Da kann richtig was passieren. Ey, wir sind alle schön in der gleichen Geschwindigkeit gerade fahren. Oh. Oh. Jawohl. Nachts besser fahren als im Hellen. Wow. Alter, Alter. Wir haben einfach durchgespielt, Digga. Wow. Boah, schön. Yo. Oh, yes. Wie geil ich den geschafft habe. Oh, Alter, ich habe mich fast hingehauen. Ich stehe noch mit einem Fuß auf der Pedale. So, jetzt den Drop hier. Yalla. Yo. Bisschen kurz. Oh, Junge. Verzieht mich einfach in der Kurve. Hier kommt man immer raus. Jo, ich ungewohnt, diesen Lift hier mal leer zu sehen. Ist einfach noch ein Auto. Ja, moin. Sind da so bescheuert, ey. Wir sind echt bescheuert. Ey, nichts wie weg. Da ist jemand im Auto, ne? Da ist jemand im Auto. Da sitzt jemand im Auto. Leute, da sitzt jemand im Auto. Ja. Der pennt. Der pennt nicht. Der hat seinen Kopf bewegt. Der guckt zu uns. Security niemals. Alter. Okay, Leute, folgender Sachverhalt. Da hinten sitzt jemand im Auto, der guckt uns an. Und wir haben. Das ist fucking Löwenzähne, ne? Wir müssen jetzt unentdeckt irgendwo hinkommen. Und das Ding ist, das Beste ist, wir wissen nicht mal, wo der Ausgang ist. Jetzt müssen wir den Weg googeln. Google ist behindert. Oh. Wie kommen wir hier lebendig wieder raus? Schwaches GPS. Na toll, schwaches GPS, ja moin. Wir fahren jetzt auf gut Glück. Ich will noch was sagen, Leute. Nämlich gefährden wir niemanden, wir schaden niemanden, wir machen nichts kaputt. Wir sind eventuell ein schlechtes Vorbild, aber rein moralisch kann man das schon machen. Also ihr könnt es nicht machen, aber wir haben es jetzt einmal gemacht. So ist jetzt auch gut. Wir wollen es auch nicht überstrapazieren, jetzt diese zwei Abfahrten. Jetzt fahren wir wieder zurück. Kleines Status-Update. Wir fahren seit 20 Minuten in eine Richtung, sind irgendwie noch nicht da, wo wir sein wollen. Beim Rucksack. Oh Mann, Alter. Alter. Die haben uns gespottet, Chase. Hinter uns ein Auto. Die kommen uns jetzt Ärger machen. So unangenehm. Bete gerade, dass es einfach weiterfährt. Ja. Bitte fahr einfach weiter. Und es hält an. So Leute, ich schneide das glaube ich raus. Aber wir haben gerade sowas wie eine kleine Verwarnung bekommen. Nichts Wildes. Die haben gerade einfach gesagt, yo. Jungs, wir haben zu. Geht bitte vom Gelände. Genau, das machen wir jetzt ohne Stress, ohne irgendwas. Also alles cool, kein Problem. Und ab dem Zeitpunkt, wo man länger mountainbiken kann, zahle ich auch gerne ein bisschen mehr Geld für eine Lampe. Okay, Leute, wir sind draußen. Schon gesagt, macht das nicht nach. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Video. Ciao.